90. Minute, es gibt Elfmeter, wer darf ihn schießen? Super netter Typ. Leider auch ein bisschen faul immer, wenn er da auf unser Weize Bier trinkt. Dieses Ängstliche, wenn er so ein Mbappé dreimal in die Fresse rotzt, bevor er den Ball hat, dann denkt er irgendwann, da habe ich keine Lust mehr zu. Gibt's glaube ich nur einer, das ist der Max Kruse. In der letzten Minute, ne, reingewichst das Ding. Hallo, mein Name ist Markus Röhl und ihr schaut einfach Fußball. Ich habe mal die große Ehre, bei Einfach Fußball meine persönliche Traum-Nationalmannschaft oder Traumteam zusammenzustellen. Seid mir nicht böse, sind auch viele Spieler dabei aus meinem Jugendbereich. Ich habe ja selber 17 Jahre Fußball gespielt und ich hoffe, ihr kennt noch alle. Wo hast du selber früher gestanden? Ich habe gespielt als rechter Verteidiger. Deutschland hat ein Problem, wir schießen so wenig Tore. Außerdem sind wir hinten so offen, deswegen die altbewährte Viererkette. Wenn man dann mit dem Vierer Mittelfeld und dann in die zwei Stürmer reingehen, also ich bin noch einer, der mit zwei Stürmer spielt, und dann schauen wir mal, ob ich da tatsächlich Ahnung davon habe. Torwart, klar. Ich glaube, es gibt kein besserer wie Manuel Neuer, wenn er wieder hoffentlich bald fit wird. In der alten Klasse gewinnt, haben wir, glaube ich, keiner, der das Torwartspiel so revolutioniert hat wie Manuel Neuer. Sobald es um einen Abstoß ging, haben sie schon den Spieler überlassen. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Das sind wir beim Alphonso Davies, für mich einer der besten Linksverteidiger der Welt aktuell. Spielerisch, dynamisch, technisch, Geschwindigkeit, Athletik. Keiner vereinnahmt das so wie ein Alphonso Davies. Ja, der Rechtsverteidiger ist jetzt einer, der wirklich schon aus der Jugend kommt. Das ist der Manfred Kals, damals vom HSV. Die Bananenflanke ist ja sein Ding gewesen. 18 Jahre Europameisterschaft. Gegen Belgien 2-1 gewonnen, glaube ich. Robesch in der letzten Minute, ne, reingewichst das Ding. Ich glaube, die Flanke kam damals von Manny Kals. Ja, da habe ich wirklich noch so einer, der mit Leib und Seele Innenverteidiger war. Das war der Jürgen Kohler. Das war aber ein reiner Zerstörer. Ich glaube, die Blutgrätsche und Jürgen Kohler sind in Wikipedia verankert. Ich gehe mir jetzt so den Spagat zu der heutigen Nationalmannschaft. Mir fehlt so ein bisschen der Drecksack, der die Spieler mal beißt, kratzt, bespuckt, dass so ein Stürmer halt aber keinen Bock mehr hat. Weißt du, ich glaube, wenn du so ein Mbappé dreimal in die Fresse rotzt, bevor er den Ball hat, da hat er auch keinen Bock mehr drauf und denkt dann irgendwann, ich höre jetzt auf. Ja. Da habe ich keine Lust mehr zu. Stell dir das doch mal vor heute, ja? So ein Cola gegen Mbappé. Da wird nach 10 Minuten wird Mbappé sagen, ich mach nicht mehr, macht mal weiter. Giroud, mach du mal. Und dann natürlich bräuchte man noch einer, der Aufbau spielt. Und ein Aufbauspieler wäre für mich idealerweise ein Mats Hummels. Diese Außenrisspässe revolutioniert. Sensationeller Innenverteidiger. Da muss ich auf jeden Fall einen Stefan Effenberg nehmen. Einer der polarisierendsten Spieler gewesen, den es jemals im deutschen Fußball gab. Aber für mich auch einer der besten. Einer, der vor allem halt auch vorweg geht. Es geht, glaube ich, gar nicht immer nur um Klasse, um den besten Spieler, sondern halt auch um Typen. Da will ich als zweites nennen Lothar Matthäus. Ich glaube, es gab keinen besseren Zehner wie ein Lothar Matthäus. 1990 mal Weltmeister geworden, sind Tor gegen Jugoslawien in der Vorrunde, wo er sich den Ball im Mittelfeld nimmt und geht aber mal durch und schießt. Wer macht denn das heute noch? Ich habe oft das Gefühl, ein Mittelfeldspieler nimmt den Ball und dreht nicht mehr auf, dass es nach vorne geht, sondern dreht immer nach hinten. Immer so diese Sicherheitspässe, ne? Dieses Ängstliche, nur keinen Fehler machen. Wo sind denn bitte die Spieler, die auch mal Risiko gehen? So, ganz wichtig, Kanäle abonnieren, markieren, Glocke aktivieren, Like for Follow, Markierungen unten, Link in Bio, Link in Bio, lasst ein Like. Freunde der Sonne, lasst ein Like, alles mitnehmen. Like for follow. Ja, vielleicht noch ein Ike Hässler. Kleiner Hässler, was der für Bälle gespielt hat. Auch ein Mesut Özil natürlich, super kreativer Kopf. Leider auch ein bisschen faul immer. Klar gibt es da noch einen Zidane und Maradona als kreativer Mittelfeldspieler. Aber ich will jetzt ein bisschen in Deutschland bleiben, würde ich schon sagen, Thomas Hässler. Jetzt wird es schwerer. Jetzt brauchen wir noch einen, der wirklich sehr kreativ ist. Max Kruse. Max Kruse ist ein genialer Spieler. Ein Spieler, der sich so wenig bewegt, aber so viel Gutes mit dem Ball anstellt. Gibt es, glaube ich, nur einer, das ist der Max Kruse. Ich habe aber noch einen Stürmer nachher im Kopf. Der eine ist auf jeden Fall Rudi Völler. Ich glaube, sogar einer der erfolgreichsten Schützen im deutschen Team. Und der andere, habe ich vorhin schon genannt, ist Horst Rubesch. Das war körperlich einer der brutalsten Stürmer, den ich je erlebt habe. Ich finde immer einen spielerischen Stürmer, was der Rudi Völler war. Und einer, der sich so als Bulle da mit reinstimmt. Ist in meiner Fantasie alles, ob die natürlich jemals, wenn wir nicht rausfinden. Die Truppe braucht aber noch einen sehr guten Trainer. Da sind wir beim Julian Nagelsmann. Was der Herr Nagelsmann mit den Mannschaften alles anstellt. Wie sehr viel besser der die Spieler macht. Ich glaube, fachlich ist das einer der besten Trainer, den wir jemals haben werden. Ich habe mir gewünscht damals, wo es gesagt, wir brauchen neue Trainer, dass das wirklich der Julian Nagelsmann wird. Das ist das absolute Match, meiner Meinung nach. 90. Minute, es gibt Elfmeter. Wer darf ihn schießen? Rudi Völler. Völler macht das Ding locker rein und wedelt mit den Locken. Locker, ja, kein Problem. Das legendäre Interview mit Hartmann ist ja auch noch da, ne, wenn er da auf unser Weizenbier trinkt. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast gerade Weizenbier getrunken, du bist schön locker. Ich finde, das ist doch genial gewesen. Also ich gucke mir das Video manchmal an, wenn ich schlechte Laune habe, muss ich immer lachen danach. Gibt es einen Spieler, den du persönlich kennst? Rudi Völler habe ich mal kennenlernen dürfen, auf einem Gespräch. Marcel Heller war mein Nachbar, da war mal in Dubai im Urlaub, da habe ich mal mein Krafttraining gemacht. Denke, scheiße, ist das Maximilian Philipp? Für mich ist das so der Sport, den ich immer bewundert habe. So ein Profifußballer lebt so meinen Traum.
bin ich ganz ehrlich. Dann kam der Maxi Philipp zu mir und sagte, Entschuldigung, Herr Rühl, kann man ein Foto machen? Und denke ich, scheiße, du kennst mich. Und sagt er, klar, jeder kennt dich. Super netter Typ. So sind die alle, also Riesentypen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen schmunzeln über meine Traumelf. Das sind jetzt vielleicht nicht die besten Spieler der Welt. Ich glaube, ich habe eine Mannschaft genommen, die so ein bisschen auch Charaktere betrifft, die vor allem polarisieren und, glaube ich, als Mannschaft brutal funktionieren wird. Ich glaube, die werden sich brutal anschreien. Stell dir mal vor, da geht die Kruse gegen den Effenberg. Von hinten kommt die Cola vorgegrätscht. Geil, sensationell. Also, ihr Leute, einfach Fußball, Riesenkanal, alles rund um Fußball, mit gefährlichem Halbwissen wie von mir. Vielleicht nicht immer alles mit 100% ernst zu sehen, aber das ist Entertainment pur. Also abonniert den Kanal, einfach Fußball. Riesentipp von mir, mache ich jetzt auch gleich.